So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe gerade die Bazi Cola getestet. Da steht zwar jetzt nicht hier. Ne, warte mal. Hä? Die Bazi ist wieder eine ganz andere Baustelle. Sorry, das ist die Kinza Cola gewesen. Das ist die Kinza Cola, die haben wir gerade getestet. Und ich habe so Bock gehabt und so Durst vor allem, dass ich gedacht habe, ich lege gleich noch was hinterher. In diesem verschmierten Cola-Glas gibt es jetzt nämlich diese Dose Kong Strong. Und das ist eigentlich nichts Besonderes, weil das ist eine ganz normale Dose Kong Strong Wild Power aus dem Lidl. Kong Strong ist halt diese Lidl-Eigenmarke an Energy-Drinks, die im Lidl haben. Das hat aber ein ganz besonderes Design, denn das ist 50 Jahre Lidl Edition, die halt richtig rot, blau, gelb aussieht. Die Dose finde ich also gut. Hier steht Kong Strong, ne, wie man sieht. Dann habt ihr hier den Gorilla abgebildet, da mit dem Gesicht auf der Seite. Ihr habt hier nochmal Urban Classic. 50 Jahre mehr als günstig. Hier steht nochmal Energy Drink drauf. Also das Design von der Dose ist auf jeden Fall ein Hingucker. Es gab ja auch Lidl Schuhe, es gab Lidl T-Shirts, es gab Lidl Schokolade, es gab Lidl Shampoo, es gab Lidl Kondome wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, es gab so viel bei 50 Jahre Lidl. Ich weiß gar nicht mehr, wie Kong Strong schmeckt, deswegen möchte ich jetzt mal hier diesen Kong Strong probieren. Einmal so und dann im Ernesto-Glas zum Chucken am Ende. Fürs Thumbnail muss ich das aber auch irgendwie wieder reinhalten. Ach komm, wir machen erstmal kurz eine Dose auf. Wir machen das Thumbnail dann wieder, wenn wir es eingeschenkt haben. So, das klingt schon mal gut. Hört ihr, wie es zischt? Wie jede normale Dose eben. Da muss ich sagen, das ist deutlich Energy-Geschmack, ja. Zu einem super spitzen Preis, mega günstig. Ich weiß gar nicht, ob es von Kong Strong auch Zero-Versionen gibt, wahrscheinlich. Aber nicht die Little Edition. Ich bin ja eigentlich Booster-Fan, also aus Netto Booster-Fan. Wenn ich mir mal den Energy gegönnt habe, war das immer Booster. Und bei Booster muss ich wirklich sagen, dass der schwarze Booster absolut Zero mir persönlich richtig gut gefallen hat. Das schmeckt komischerweise so ähnlich wie der schwarze Booster Zero. Und damit ist es eigentlich ein angenehmer Geschmack. Auch nicht zu süß, nicht zu schaumig, wie wenn du irgendwelche Cola testest, wo der ganze Mund nur noch voller Schaum ist. Das ist natürlich gekühlt aus dem Kühlschrank, finde ich aber. Kong Strong ist nicht nur eine coole Marke, nicht nur eine günstige Marke, sondern ist auch eine Marke, die du echt trinken kannst. Wann gibt es eigentlich die ersten Ja-Energy-Drinks von Rewe? Da warte ich, glaube ich, noch drauf. Ich möchte das jetzt mal hier einschenken, dass wir auch die Farbe nochmal sehen. Dürfte halt so leicht gelblich sein, beziehungsweise wenn ich so einschenke, sieht das sogar eher leicht orange aus. Also dieses Taurin, was da immer drin ist, macht das ja sowieso alles anders. Wir füllen einfach gleich noch eine zweite Dose mit ein, weil wir sind Badlands Chucks Junior. Und deswegen kippen wir alles in das Glas und werden dann das Glas versuchen so zu trinken. Für Thumbnail halten wir das erstmal auch hier rein. Das ist das Thumbnail, da sah man selber aus wie ein Affe, wunderbar. Jetzt guckt euch doch mal diese interessante Farbe an, seht ihr das? Sieht eigentlich aus wie ein schönes bernsteinfarbenes Bier. Ist es aber nicht. Ist noch ungesünder, glaube ich. Oder was ist ungesund? Bier oder Energy? Was ist schlimmer? Energy Bier, genau. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig, sehr angenehm trotzdem noch. Energy nur in Maßen trinken, nicht in Massen. Denkt dran, Kong Strong wie Booster finde ich beides eigentlich richtig cool. Ich weiß nicht mal, wie Red Bull schmeckt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ein richtiges Red Bull getrunken. Ich habe nur mal diese Red Bull Cola getrunken, aber das ist ja kein Energy Drink, das ist ja wieder was ganz anderes. Deswegen, was ist euer Lieblings-Energy Drink? Kennt ihr Kong Strong? Seid ihr Booster-Fans? Gibt es noch was anderes? Worauf fahrt ihr ab? Hier dieses Flying Power, Flying Horse Dings gibt es doch auch irgendwo aus dem Aldi oder so. Da hat es auch eine Eigenmarke, aber das sieht gut aus. Das erinnert mich an Booster und Booster gefällt mir, deswegen gefällt mir auch Kong Strong. So einfach ist es. Ich trinke erstmal das Glas aus, mal gucken, ob ich da noch lebe. Ah.
So, das war das Kong Strong Urban Classic 50 Jahre Jubiläums Little Tasting. Für mich immer noch ein guter Energy, den ich aber jetzt nur gekauft habe, weil er halt in der Jubiläumsedition war. Ansonsten kaufe ich keinen Kong Strong Booster, habe ich auch schon seit 1000 Jahren nicht mehr getrunken. Wenn ich mal eine neue Sorte sehe, nehme ich die mit, probiere die mal, aber ja, ansonsten bleibe ich wohl bei ungesunden Sachen immer mal bei einem Bierchen. Und ansonsten, ja, schreibt mal rein, was ist euer Lieblings-Energy-Drink? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.